Was zum... Das waren jetzt komische Geräusche gerade. Ja, Albert, wiederum. Ich war nur gerade erschrocken, weil hier drumherum alles dunkel ist und er fängt da an und macht Slenderman. Das war ja auch der Sinn und Zweck der Sache. Ja, ein bisschen Schwachsinn in die Aufnahme mit reinbringen. So, der Chakotay ist jetzt gerade bei der... Das reicht doch, dass du mitfährst. Ich habe hier eine Werkstatt gefunden. Mhm, kannst aber nicht anlocken. Doch, ich habe einen Werkstattaufsatz. Aha. Ach so, das war dein Plan. Was habe ich denn jetzt für eine komische... Du warst voll schlau, also du hast so einen fetten Anhänger da. Ach nee. Wie komme ich nochmal aus dieser komischen Ego-Perspektive wieder raus? Einfach... Steuerkreuz nach oben. Mehr Werkstattpunkte, noch mehr Werkstattpunkte. Ich habe doch schon 800. Ja, nee, du brauchst andere Werkstattpunkte. Du brauchst einen fetten Auflieger. Das sind dann so 4 Werkstattpunkte, reicht ein Auflieger dafür. Da sitzt der Jatak. Das ist ein... Nein! Das ist ein Übersetzungsfehler, weil eigentlich brauchst du andere Werkstattpunkte. Das heißt nur überall Werkstattpunkte, aber es sind eigentlich andere. Verdammte Nacht nochmal. Ist er umgefallen? Nee, aber fast. Ja, das so, sieht man. So halb auf der Seite. Warum? Wegen der blöden Nacht. Jetzt fahre ich mal wieder zum Jatak. Hört mich jemand? Einfach den halben Weg nochmal zurückfahren. In was für ein Loch bin ich denn hier gefangen? Alter. Ich wollte doch eigentlich nur weiterfahren. Mehr wollte ich doch gar nicht. Das war gemein. Das kann ja wahr sein. Das kann nicht mehr wahr sein. Hör mal, wer hat mir denn hier eine Bärengrube hingebuddelt? Wo bin ich hier? Was ist das? Ich sehe nichts, es ist dunkel. Denn du kannst doch die Zeit vorstellen, oder nicht? Nee, wir waren doch schon realistisch. Das ist, da kann ich nichts. Ja, wir haben es 23:51 Uhr, ich werde bald wieder hell. Ich muss mich hier erstmal wieder aus dem Dreck ziehen. Wo sind denn die Reifen? Ach, die stehen ja total schräg, das kann ja funktionieren. Da rechts von mir bist du, ich seh dich. Ja, ich muss mich hier gerade erstmal wieder aus der Scheiße ziehen. Ja. Wie? Ist ja widerlich. Warum? Der Boden hier ist doch auch braun, oder? Komm raus da, komm raus und verlier bitte kein Holz. Komm einfach nur da raus. Komm. Ich sehe den Namen. Das sieht gut aus, jawohl. Wunderbar. Bin ich jetzt draußen? Jawohl. Hi, ich sehe den Jatak. Warte mal gucken, kann ich ihn von hier aus schon reparieren? Jawohl! Repariert. Glaub, ja, warte. Das war nicht gut. Das war eben ein Gefühl, als hätte ich ein Kind gekriegt. Glaube ich. Ja, ich stecke offiziell fest gerade. Ach, Andi, hi! Ja? Du hier. Was machst denn du da? Ja, festgesteckt habe ich da. Warum stehst du da jetzt so rum? Weil ich kaputt war und jetzt mich hier gerade hochretten möchte. Soll ich dich ziehen? Nee, das passt schon hier, so ein Windenpunkt. Ich bin voll Freude. Ja. Oh. Schlechte Idee. Warum? Akzeptier es einfach. Sollte ich da nicht langfahren? Nein.
Und seit wenn sonst? Du willst ganz tief fallen. Dann müsste ich hier drehen und da, wo der Chakoti lang gekommen ist, warte mal. Fahren. Nee, da würde ich nicht lang fahren. Wie soll ich denn da langkommen jetzt? Wir müssen da ist alles voller durch. Steine. Wir müssen da durch, Julian, wir müssen da durch. Wir kommen da auch durch. Kannst du mich sehen? Ich kann dich sehen, aber ich muss mir gerade hier mich hochziehen. Wenn wir da durchkommen, stehen die Chancen gut, dass wir zum Ziel durchkommen. Ich setze mir jetzt gerade mal die Route. Das ist meine Lieblingsschlucht, nur von der anderen Seite. Ich muss nochmal ein Stück zurückfahren. Ich bin hochgekommen, jawohl. Du musst dich möglichst links halten. Ja, links gibt's bei den Dingen hier eigentlich nicht. Hier gibt's nur, ich fahr durch. Du siehst doch, wo ich lang fahre, richtig? Ja. Beziehungsweise, wo ich gerade versuche, lang zu fahren. Halbwegs, ich muss gerade drehen. Da fährst du auch lang. Links um die Ecke. Ach, hier ist die Brücke, oder was? Achso, nee. Schlucht, ich sehe, was du meinst, ja. Ist es noch weit? Ich habe gleich kein Benzin mehr. Ein Stückchen ist es schon. Was ist denn jetzt die rote Linie da? Du bist hinter mir, Julian? Ich bin hinter dir, Andi. Andi, du kippst. Alles gut. Alles gut. So. Jetzt wo lang? Links. Oh, guck mal, da ist die Chakoti. Ja, ja, 35 Liter Sprit hat er noch. Eine Sense. Das ist geil. Andi? Ja. An die Arbeit. Genau, an die Arbeit. Ich bin dabei, ich muss mich hier jetzt irgendwie drüber büxeln. Kann ich mich eigentlich auch hier links oben? Ne, wobei da ist die Gefahr, dass ich dann umkippe, ne. Ich bin vorsichtig, dass ich nicht wieder 600 Schaden bekomme. Oder 1000, whatever. Ja, ich kann dich nicht retten dieses Mal. Mhm. Ich weiß. Aber jetzt. Das kann nicht wahr sein. Muss hier ja. Als irgendwas anderes im Weg liegen. Julian, du müsstest mich gerade nochmal ein Stück zurücklassen. Oder kannst du mir ein Stück vorschieben? Ne, schieben geht nicht gerade. Ja, da habe ich nicht genug Power für. Dann muss ich die Winde finden, jetzt bleibt meine Stammnase übrig. So, wo ist denn hier jetzt ein Windenpunkt? Du sag mal, können wir nicht auch einfach geradeaus und dann da zur Werkstatt? Ne, können wir nicht. Die Werkstatt ist da noch nicht freigegeben. Ja, ich weiß, aber da sah es so aus, als gäbe es eine Straße. Hier ist alles voller Steine, das ist ja grauenhaft. In die enge Ecke soll ich rumkommen, oder was? Ja. Links. Da geht's weiter, sagst du? Ich hoff's. Wie, ich hoff's? Ich hoff's. Können wir aufhören zu rufen?
Der Julian steht im Weg. Es wäre einfacher, wieder. Ich würde hier mal was sehen, aber es ist sowas von rotzdunkel. Ich glaube, wir sind falsch. Wo sind wir denn gerade? Warte, ich guck mal auf der Karte. Ja, du bist durch die Pampa gefahren. Wir müssen aber irgendwie da drüben auf die Straße kommen. Ja, fahr mal rückwärts erstmal auf den freien Platz hier. Was für ein freier Platz? Hinter uns ist ein Stückchen. Oder vor, hinter dir ist ein Stückchen freie Wiese. Fahr mal rückwärts, ich kann gerade gar nicht fahren, ich hänge irgendwo fest. Das ist geil. Wo ist denn? Ist der weit? Hat der noch was drin? Oh, der hat sogar noch. Wir fahren jetzt über die Werkstatt, oder? Ja, würde ich sagen. Ist wahrscheinlich das Einfachste. Ja. Und warum bin ich denn jetzt eben hier lang gefahren? Weiß ich nicht. Ja, das ist sehr logisch. Oh, jetzt LKW. Hallo, ich hab dich rausgezogen, jetzt aber komm. Ach ja, die Winde. Die Winde ist echt ein treuer Gefährte, also. Das ist im Prinzip der Weg, den ich ursprünglich fahren wollte. Den ich nicht gefunden habe. Jetzt frage ich mich noch, wo die Werkstatt ist. Hä? Ich hab die Winde doch schon gelöst. Dann löse ich sie halt nochmal. So, die Werkstatt ist jetzt rechts. Ja, ich stecke gerade schon wieder fest. Ich weiß jetzt gerade nicht, was der LKW hier für Probleme auf einmal hat. Der ist die ganze Zeit hoch. Wunderbar gefahren. Ja, jetzt mal wieder. Eben hat er nichts mehr getut. Nichts mehr. So, komm. Oh, hier sind wieder diese Alienpflanzen, die leuchten. Wo ist denn diese blöde Werkstatt? Rechts von uns. Ja, super. Ich komme gerade nicht mehr weiter. Wenn du da hochkommen würdest, hätten wir es fast geschafft. Ja, ich habe gerade das Problem, dass ich mir jetzt langsam ein bisschen Sorgen mache wegen meinem Sprit. Hier sind doch Windenpunkte bis zum geht nicht mehr. Das sollten wir doch eigentlich hinbekommen. Ja, das bin ich ja gerade dran. Das bin ich ja gerade dran. So. Na. Also geht doch. Was war das gerade für ein Geräusch? Das war der James. Na. Übersetzung? Heißt so viel wie Scheiße, der eine steckt fest und hat gleich keinen Sprit mehr. Ist die Werkstatt immer noch nett. Ja, wir müssen noch ein Stückchen fahren, aber die ist jetzt von uns so. Ja, ich kann gerade nicht fahren, weil hier jede Menge Steine liegen. Ich krieg hier noch einen zu viel. Ach, die ist da. Mhm. Ich weiß jetzt, wo wir sind. Okay, solange du mich da hinführen kannst, ist alles gut. Ja, die Werkstatt bringt dir aber nichts, Kollege. Ja, ich weiß, ich muss auch nicht zur Werkstatt, aber wenn wir in der Werkstatt sind, dann ist da befestigte Straße, dann sind wir schneller. Ich brauche jetzt selber erstmal hier einen Baum. Ja, musst du mal. Zum Liebhaben und so. Ich brauche das gerade. So. Das ist ein Geächtze und Gehangel hier heute, das ist unnormal. Das hatte ich fest im Teil, in dem Sinne auch selten. Selten, aber es war da. Wir hatten es schon mal, ja. Vorsichtig, ich fahre wieder ein Stück rückwärts. Und jetzt fährst du gerade vorwärts. Ja, jetzt wieder.
Ich komm schon. Ich habe jetzt keine Zeit, hier großartig ständig Treibstoff zu verschwenden, weil der hier nicht weiterfährt. Wo ist denn jetzt schon wieder der Windenpunkt hin? Kollege, du sitzt mir auf dem Arsch hinten. Das ist ein bisschen ungut, weil ich dann jedes Mal irgendwie hier Bugs krieg, wenn ich die Windenpunkte. So nah bin ich dir gar nicht. Bin nur so groß. Aber nah. Boah, diese... Oh nein, Andi. Nicht die Beinchen heben. Lass die unten. Boah, mach mir hier keinen... Das war eng. Herzinfarkt. Das war eng. Das war die Winde. Durchs Lösen hat sich Gott sei Dank auch gelöst. Ich weiß, das war ein tolles Deutsch. So, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Jetzt weiß ich wieder, wo wir hier sind. Das hast du heute schon zu oft gesagt. Nein, wir müssen jetzt immer in die Richtung hier, dann fahren wir aufs Ziel zu. Ja, ich sehe die Werkstatt gerade tatsächlich. Ich hab jetzt auch wieder. Und von der Werkstatt aus gibt's. Ich fahre übrigens die Strecke gerade nochmal mit dem großen Werkstattanhänger, ja? Du meinst mit diesem, der wirklich wie ein LKW-Auflieger aussieht? Ja, Julian. Der ist das. Zieh mich mal bitte hier raus, damit ich jetzt nicht unnötig wieder. Ich muss mal nach da hoch. Ich muss kurz vor dich fahren. Dann bin ich ja draußen. Warte, guck kurz, wie ich am besten vor dich fahre. Nee, rückwärts geht auch nicht. Weil ich muss jetzt aufpassen mit meinen Litern, sonst wird's eng.